Robert Schumann komponierte seine Arabeske in C-Dur, Opus 18, im Jahre 1839 in Wien. Dorthin war er im Gegensatz zu vielen Musikern seiner Zeit nicht aus eigenem Antrieb gereist, sondern einer Weisung seines späteren Schwiegervaters Friedrich Wieck gefolgt. Bekanntermaßen war Wieck nicht begeistert von der immer inniger werdenden Beziehung zwischen Schumann und seiner Tochter Clara, so dass er einerseits seine Tochter mit Konzerten beschäftigt hielt und ihr den Kontakt zwischenzeitlich gänzlich untersagte und andererseits auch Schumann den Rat gab, sich im entfernten Wien eine eigene Existenz aufzubauen. Robert war während dieser erzwungenen Trennung sehr produktiv und komponierte neben der Arabeske auch die Humoreske, das Blumenstück Opus 19 und einen Teil seines berühmten Faschingsschwanks aus Wien. Obwohl Robert Schumann sich selbst nicht gerade wohlwollend über seine Komposition äußerte, er nannte sie schwächlich und für Damen geeignet, handelt es sich bei der Arabeske Opus 18 um eines seiner bekanntesten und beliebtesten Klavierwerke. Der Titel Arabeske bezieht sich auf das Ornamentale des innigen Hauptmotivs, welches fortwährend von zarten Figuren umspielt wird. Dieses Thema erklingt insgesamt dreimal, wobei es zwischendurch von zwei dramatischeren Zwischenspielen, die beide in Moll stehen, unterbrochen wird. Das Ende des ersten Zwischenspiels ist eine Vorahnung auf die nachdenkliche, immer wieder neu ansetzende Coda, die das Stück nach einigem Zögern in strahlendem C-Dur verklingen lässt. Thank you.
Thank you.